Hallöchen. Oh, warum ist mein Mikrofon so? Jetzt besser. Okay, das ließ sich gerade sehr leicht drehen. Das sollte nicht so sein. Hallo, Fabian, Vampire Girl, Frankie Tanky, Tom, Puzzles, Marco, Forelle und Sven und Chizzy und Dreadlegs und Wellow und wie ihr alle heißt. Schön, dass ihr da seid. Zu Resident. Moment, zu Resident Evil Zero. Denn das spielen wir heute, ne? So ein bisschen der verstoßene, der unbeliebte kleine Bruder vom Resident Evil 1 Remake. Ich habe das schon sehr lange nicht mehr gespielt. Ich weiß, dass ich das Spiel damals, als es rauskam, 2002 glaube ich, auf dem Gamecube wirklich ganz gern mochte. Aber als ich es vor ein paar Jahren wieder mal gespielt habe, war ich so, ach, weiß ich nicht, Digga. Ich würde immer noch sagen, es ist ein gutes Survival-Horror-Spiel, aber definitiv nicht unbedingt das Beste, wenn es um Resident Evil geht. Aber trotzdem, ich freue mich drauf, das jetzt mal wieder zu spielen. Ist lange her, mein letzter Playthrough. Bin gespannt. Ich habe es noch nie durchgespielt. Ah, okay. Ja, schauen wir mal. Ich habe es ein paar Mal durchgespielt. Ich habe es sehr oft angefangen, aber nicht oft durchgespielt tatsächlich. Also es wird so sein, dass ich das erste Drittel vom Spiel noch relativ gut kenne und ab dann wird es wahrscheinlich immer weniger und weniger. Die Gedächtnislücken werden größer. Ja, so wird das. Jetzt hast du einen Zwang, genau, das ist wirklich, also ohne Witz, das ist gar nicht so schlecht manchmal. Meine Güte, geht das schnell, dass da mal so Demo-Gameplay losgeht. Das ist gar nicht so schlecht manchmal, wenn man was streamt oder als Let's Play macht, weil dann hat man eine zusätzliche Motivation, das Ganze wirklich durchzuspielen und nicht nur mal anzuspielen und irgendwann sagt man dann, naja, habe ich keinen Bock mehr. Ich habe eine Verpflichtung euch gegenüber. Wir schaffen das gemeinsam. Hi Marcel. Ja. Wir alle schaffen das. Und hallo, Schanz und Demon und Marco und Agent und Arthur und Tom und alle. Jo, wir schaffen das, ganz genau. No safe data exist, na dann mach doch mal safe data. Okay. Was haben wir denn unter Extras hier? Die Galerie. Ah, die müssen wir erst freischalten. Gut, gut. Na gut. Dann starten wir ein neues Spiel, würde ich sagen. Oder fangen wir an? Warten wir noch? Fangen wir an. Let's stars. Go. I give you stars. Los geht's. Ich habe witzigerweise heute, das kann ich euch schon mal spoilen, ich habe heute ein Video zum Thema Stars abgeschlossen erst. Ist gerade fertig geworden im Grunde vor ein paar Stunden. Das wird, glaube ich, am... Geht das morgen schon online? Ja, das geht schon morgen online. Morgen kommt schon auf dem Hauptkanal ein Video zu Stars. I give you stars. Ach so, warte, ist die falsche Stimme. Eher I give you stars. So. Ist interessant. Ich habe viel in der Recherche zu diesem Video über das Stars-Team gelernt, das ich selber noch nicht wusste. Wirklich, wirklich cool. Aber jetzt pfeife ich mir erstmal einen Schluck Holy rein, bevor es losgeht. Ich brauch die Energy jetzt für Resident Evil Zero. Ich habe hier übrigens... Oh, shit. Jetzt wartet mal ganz kurz, bitte. Ich muss schnell was nachschauen. Einen Moment. Ich habe hier nämlich was in meinem Becher... was ziemlich lecker ist. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ihr schon wissen dürft, was ich da in meinem Becher habe. Vielleicht belassen wir es auch erstmal dabei und in ein paar Tagen erfahrt ihr mehr über den Inhalt meines Bechers. Ich muss das mal ganz kurz überprüfen hier. Nicht, dass ich hier Probleme krieg. Ab 27.05. gezeigt und kommuniziert werden. Wir haben den 28.05. Drei neue Holy Energy Sorten sind auf dem Weg zu euch, nämlich Caipirinha Crab, Daiquiri Dolphin und Mojito ein Papagei, keine Ahnung. Ich habe jetzt hier Daiquiri Dolphin, der schmeckt sehr erdbeerig und das sind alles drei sehr leckere Energy Sorten,
die alle drei auf Cocktails basieren und auch wirklich so schmecken. Die gibt es allerdings erst ab 2.6. Dauert noch ein bisschen, bis ihr die bestellen könnt. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, die sind sehr lecker, alle drei. Ich habe die schon alle drei durchprobiert. Da habe ich jetzt einen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Prost. Köstlich, köstlich, köstlich. Hier hinten habe ich noch meinen Backup-Eistee mit Matcha, Matcha-Minze, mein Lieblings-Eistee von Holy. Und jetzt würde ich sagen, starten wir. Wie ihr wisst, spiele ich die im Stream vor allem immer gerne auf Easy. Haben wir keinen Stress, kann ich mehr in den Chat gucken. Und wollen wir im Wide spielen, in dieser neumodischen 16:9 Auflösung? Oder lieber Original 4:3. Ja, spielen wir mal. Ich bin ja kein Fan von diesem neumodischen Zeug, aber machen wir mal. Ich spiele tatsächlich Alternate. Ich hätte nicht gedacht, dass es so weit mal kommt, aber ich habe mich jetzt an Alternate gewöhnt. Ich glaube fast, irgendwie ist es komfortabler, wenn auch manchmal sehr nervig. Und die Subtitles machen wir an. Moment mal. Muss ich das noch irgendwo auf Deutsch stellen, bevor wir anfangen? Linguage, da haben wir es. Deutsch Untertitel ein. So, damit auch die Nicht-Multilingualen unter euch da draußen was mitbekommen. Kommt auch ein Video über SAS, SSU und UBCS. Lass mich überlegen, nein. Ich habe für die speziell kein Video geplant tatsächlich, aber es wird ein Umbrella-Video geben, an dem ich schon arbeite und da werden die auf jeden Fall natürlich auch eine größere Rolle spielen. Okay, jetzt aber. Resident Evil Zero. Ich bin ja echt... Oh, wenn die eine Kiste in dem Spiel hätten, ne? Einfach eine Kiste. Ist ja so viel besser gleich, aber gut, okay. Lest das hier. A midwestern town in America. Raccoon City. America. A solitary island far off in the sea. Rockfort Island, an island that would become the second Raccoon City, Sheena Island. There are still many unanswered questions about these seemingly unrelated yet intensely traumatic events. Ja, ich spiele auf der PS5, sonst hätte ich den Kistenmord. Though it is believed that the International Enterprise Umbrella was somehow involved, little is known as to the origin of this faceless corporation. Rapex, ich habe Silent Hill den ersten Teil sogar gestreamt. Schau mal auf meinem Let's Play-Kanal. Kannst du das noch nachholen? Und ich habe auch viele andere gespielt, privat, aber nicht öffentlich. We must delve deeper into the events which transpired in the Hi, Chrissy! Before the mansion incident. China Island, ja. Man spricht, also er hat gerade wirklich so ausgesprochen. Ich habe es immer China oder sowas ausgesprochen, ne? Der hat einfach nur China gesagt. China Island. Wie lange ich schon auf YouTube bin, insgesamt, wenn man die ganz frühen Videos mitrechnet, wo ich irgendwie so XCOM 2 oder 1? Ich glaube XCOM 2 Musik-Compilations, Story-Compilations gemacht habe, bin ich jetzt schon seit sage und schreibe 8 Jahre am Content createn, glaube ich. 7-8 Jahre müssten es jetzt sein. Der Franklin 21 ist jetzt ein Bird Rider. Dankeschön, der Franklin. Sehr nett von dir. Nothing in our training could ever have prepared us for the nightmare that ensued. We never stood a chance. Übrigens, wartet, nach der Cutscene, nach der Intro-Cutscene, bringe ich euch auf den neuesten Stand, was Bonusspiele angeht. Oh.
Rebecca! Ja, da ist er zum letzten Mal lebendig gesehen. Captain, look! Auch schon wieder 20 Jahre alt, das Spiel, ne? Crazy. Court order for transportation. Prisoner Billy Cohen, ex-Lieutenant, 26 years old. 22 Jahre. Sentenced to death July 22nd. Wir werden auch nicht jünger. Prisoner to be transferred to the Regathon base for execution. Those poor soldiers. They were good men just doing their jobs, and that scum murdered them and escaped. All right, everyone, let's separate and survey the area. Our friend is brutal and ruthless. Keep your guard up. Okay. Ja, aber der Zugabschnitt vor allem sieht in manchen Szenen so gut aus, dass man es wirklich nicht fassen kann, wie alt das Spiel ist. Bin gespannt, ob die hier heute immer noch so gut aussehen. Aber da ich auch beim Resident Evil Remake immer wieder beeindruckt war, ne? Wundert mich das gar nicht. Inosun ist seit 7 Streams durchgehend dabei. Nicht schlecht. Hallo. war das gerade Enrico? Ich habe nicht aufgepasst, aber ja, Enrico ist definitiv dabei. Der ist ja der Anführer vom Bravo-Team. Hab Zero nie gedaddelt. Resident Evil 4 war übel ohne Maus. Ah, aber Resident Evil 4 muss man mit Controller spielen, weil das Zielen so schwer fällt. Das gehört zum Spaß dazu. So, jetzt passt auf. Das betrifft jetzt nur die, die auf Twitch zuschauen. Die, die auf YouTube zuschauen, die können jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ihr könnt schon zuhören, aber euch betrifft es halt nicht. Ich habe ein neues Subgoal für den Bonus-Stream am Mittwoch eingestellt, also für morgen. Ich habe mir das jetzt so gedacht. Wir machen das jetzt bis auf Weiteres so. Wie immer eigentlich ist das Subgoal für den Mittwochs-Bonus-Stream 100 Subs. Das heißt, wenn wir auf 100 Subs kommen, wir sind jetzt gerade auf 88, dann gibt es mittwochs einen Bonus-Stream, dann wird der nächste Bonus freigeschaltet. Und wenn nicht, dann gibt es morgen erstmal keinen Stream. Was ich überhaupt nicht schlimm finde, weil ich habe eine stressige Woche, aber ich freue mich natürlich auch, wenn wir wieder auf 100 Subs sind. Also, ne, egal, wie es läuft, ich bin glücklich. Aber ich sag's nur. Ich habe für den nächsten Bonus, jetzt wo wir mit Eternal Darkness fertig sind, zwei Sachen im Kopf. Eine Sache, die wird eher klein und ziemlich witzig und cool, und eine große Sache. Die kleine coole habe ich schon vorbereitet und geplant. Die große weiß ich noch nicht genau. Das kann ich vielleicht noch nicht mal verkünden, wenn wir jetzt heute das Subgoal erreichen sollten. Ne? Aber ja, genau. Nur, dass ihr das wisst. Und ich habe mir überlegt, damit wir auch Fallout gerecht werden, weil ich spiele ja jetzt neuerdings nicht nur die Resident Evil-Reihe, sondern auch die Fallout-Reihe von vorn bis hinten komplett durch. Und da gibt es natürlich jetzt auch Bonus. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich mache so, dass wir theoretisch auch entweder Donnerstag einen eigenen Extra-Stream machen, also 3 Streams pro Woche, oder der Mittwoch-Bonus-Stream wird verdoppelt auf 6 Stunden. Also das wird schon ziemlich krass dann. Da habe ich auch schon sehr viele coole Ideen für Bonis, wenn es um Fallout geht. Ich habe gerade so einen Windows-Sound gehört. Jetzt bin ich irritiert, aber ist schon gut. Und deswegen setze ich auch das Subgoal relativ hoch auf 200 Subs auf Twitch. Weil das ist wirklich was, das ist ein ganz schöner Mehraufwand für mich, einfach zeitlich, ne? Nochmal 3 Stunden mehr in Stream stecken. Das, ja, genau. Das ist cool. Wenn wir es schaffen, wenn nicht, bin ich auch nicht böse. Aber das ist jetzt der Stand. 100 Subgoals für den Mittwochs Resident Evil Bonus, 200 für den Fallout Donnerstags Bonus. Das ist jetzt aktuell der Plan. So, dann wisst ihr Bescheid. Und soll ich euch schon sagen, ja gut, ich sag's euch schon, jetzt passt auf. Als kleinen Bonus für Resident Evil kann ich euch schon mal sagen, es gibt ein Fan-Demake vom ersten Teil für den Original Game Boy. Und das würde ich mir gerne als Bonus mit euch anschauen. Da das allerdings nicht so umfangreich ist,
schauen wir uns das nur ein bisschen so als Gag an. Und dann gibt es natürlich noch ein großes Spiel, das wir dann auch wirklich länger spielen, als richtigen Bonus. Okay, aber jetzt erstmal Resident Evil Zero. Rebecca. Niemand sagt so schön Rebecca wie Chris im ersten Teil. Rebecca! Hallo, Reptile. This is Officer Chambers from Stars Bravo Team. Please identify yourself. Is someone there? The government has announced that it has been out of the uncommon. But as of 2 years ago, when a similar plan was set up, the local government stepped in and took over. Wow, ist er gerade auf einen Schuss gestorben? Ohne Witz. What just happened? Easy ist schon easy. I thought they were dead. Hätte 2 Bonusspiele vorgeschlagen, falls du bei Resident Evil 4 ankommst, Devil May Cry 1 und Haunting Grounds. Aha. Ist da, also, Ich will ja nicht zu viel verraten, aber ich sag mal, das hat natürlich auch mein Mind schon gecrossed, genau diese beiden Spiele. Das macht Sinn. Ich finde, das klingt gut. Ja, das klingt auf jeden Fall gut. Da stimme ich dir zu. Das klingt auf jeden Fall nach 2 sehr sinnvollen Bonusspielen, wenn wir mal bei Resident Evil 4 angekommen sind. Da muss ich dir zustimmen, D-Man. Eine gute Wahl. Du musst dich nicht überanstrengen für uns. Nee, keine Sorge. Es ist keine Überanstrengung. Mir macht das gleichzeitig Spaß, ne? Ich fände es cool, wenn wir auch Fallout-Bonis hätten und Resident Evil-Bonus-Streams. Und das ist auch... Das sind oft so Spiele, die ich schon lange spielen wollte, aber irgendwie kommt man dann nie dazu und so, ne? Ihr wisst ja, wie das ist. Und dann bin ich so ein bisschen gezwungen und positiv. Das ist schön. Nora Fontaine ist jetzt ein Bird Rider. Nora, vielen, vielen, vielen Dank für deinen Prime-Sub. Freut mich riesig. Schön, dass du mit dabei bist. Hallo, danke. Ist alles gut. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. So oder so, ne? Entweder habe ich mehr Freizeit oder ich kann coole Spiele streamen. Ist beides gut. Passagiertagebuch. Soll ich eine lustige Stimme machen? Passagiertagebuch. Ich nehme an, die Person, die das Tagebuch geschrieben hat, hatte so eine Stimme. 14. Juli. Heute kamen neue Befehle vom Boss. Wir sollen anscheinend die Überreste des Labors in den Arklay Mountains untersuchen. Es gibt 2 Gruppen. Die erste Gruppe soll überprüfen, was nach dem abgebrochenen Experimenten übrig ist. 16. Juli. Die Testproduktion der bioorganischen Waffen Typ Y139 musste leider wegen dieser Untersuchung eingestellt werden. Das gleiche gilt für Typ Y139. Wir wissen immer noch nicht genug über die Reaktion auf das T-Virus in Krebsen. Moment mal. Sollte das nicht Skorpione heißen, wenn das Foreshadowing sein soll? Aber okay, Krebsen. Es gilt nach viel interessante Aspekte zu erforschen. Je nach Spezies und Zuchtbedingungen sorgen schon kleinste Dosen des T-Virus für erstaunliche Änderungen in Bezug auf Struktur, Größe, Vermehrung, interne Gifte und Hirnentwicklung. Würde diese Auswirkung gesteuert, wäre es möglich, eine mächtige Waffe herzustellen. Doch, die abrupte Entwicklung der Schale resultiert in einige entsprechende Zerbrechlichkeit. Bestimmte Bereiche werden äußerst schwach. Leider gehört auch die Kopfschale zu diesen Bereichen. Betrieb das Labor, das wir untersuchen, ähnliche Forschungen? Es wäre großartig, wenn wir nützliche Daten und Muster für unsere Arbeit fänden. 19. Juli. Der Tag scheint gekommen. Ich werde immer nervöser. Alle Zeitungen und TV-Sender in Raccoon City berichten über bizarre Morde in den Vororten der Stadt. Könnte es das Virus sein? Wenn ja, dann... Nein, ich darf nicht daran denken. Ich muss mich auf den reibungslosen Ablauf dieser Untersuchung konzentrieren. Okay, wieso ist das T von T-Virus hier eigentlich immer klein? Ja, weiß ich auch nicht. Das
das tyrantische Virus. So, vielleicht. Hallo, Zwolgo. Hab Resident Zero 5-mal angefangen und nie beendet. Na dann, aber wir beenden das gemeinsam. Definitiv. Komme, was wolle. Also wir beenden es auf jeden Fall. Wahrscheinlich explodiert jetzt irgendwie die PlayStation und die Disc raucht und man kann es plötzlich nicht mehr runterladen oder irgendwo kaufen. Alle Kopien werden zerstört. Und auch im Internet findet man nichts mehr, was man emulieren könnte. Wahrscheinlich. Aber abgesehen davon, wenn das nicht passieren sollte, was ich gerade beschrieben habe, dann spielen wir es durch. Oder ich sterbe vorher. Aber ich hoffe doch nicht, dass wir so lange brauchen. Untersuchungsbefehle. Das Dokument ist voller Blutflecken und daher teilweise unlesbar. 8 Meilen nördlich von Raccoon City in den Arklay Mountains befindet sich die Ausbildungsstätte unseres Unter-Emens. Sie wurde vor Jahren geschlossen. Nun führen ihr eine voräufige Untersuchung bezüglich der Neueröffnung der UNH durch. Durch erste Untersuchungseinheiten ist bereits vor Ort und hat die Untersuchung eröffnet. Ich lese es jetzt normal. Ich denke mir die Buchstaben. Ich möchte, dass ihr Team bei Unterstützung leistet. Ach so, natürlich. Folgende Befehle zu William Birkin und der ersten Untersuchungseinheit sind zu befolgen. Der Rest ist zerrissen und unlesbar. Speichern wir mal, ne? Wir haben jetzt schon so viel geschafft, Leute. Den Fortschritt, den verlieren wir nicht mehr. Hi, David. Ich finde es schade, dass die Lampe an Rebeccas Waffe nicht weiter genutzt wurde. Keine Ahnung, ob das technische Gründe hat. So einen vorgerenderten Hintergrund beleuchten ist ja auch nochmal, ne? Schwierig. Ich wünschte, man könnte entziffern, was da geschrieben wurde. Wäre für die Lore bestimmt interessant. Ja, bestimmt. Das stimmt. Kommt der noch gar nicht jetzt? Das Zugführerbüro. Na komm. Sie wurde brutal zerrissen. Er hält etwas fest. Zugschlüssel! Ja! Billy. Lieutenant Cohen. So, you seem to know me. Been fantasizing about me, have you? You're the prisoner that was being transferred for execution. You were with those soldiers outside. Oh, I see. You're with S.T.A.R.S. Well, no offense. I give you S.T.A.R.S. You don't want me around, so I'm afraid our little chat time is over. Wait, you're under arrest. No thanks, Dollface. I've already worn handcuffs. I could shoot, you know. Wenn sie doch nur eine Waffe hätte. Ach, Moment mal. Edward, are you all right? What happened? It's worse than... We can't. You must be careful, Rebecca. Full of zombies and monsters. Zombies and monsters. Wie sie in Gedanken versinkt. Man fragt sich, an was sie denkt, ne? Zombies and monsters. Okay, Cerberus. Ihr könnt euch übrigens schon mal darauf einstellen, dass ich, sobald wir Billy haben, permanent, versehentlich zwischen den beiden Charakteren wechseln werde, ne? Immer. Immer, wenn ich ins Menü will, wenn ich pausieren will, egal was ich machen will, ich werde zwischen den beiden Charakteren wechseln, weil das immer so ist.
An das kann ich mich noch sehr gut erinnern. Okay, hier ist erstmal eine Sackgasse. Dann gehen wir mal zurück. Das Wichtigste haben wir hier erlebt und gesehen. Ja, plötzlich ist die Waffe wieder da. Wir hatten inzwischen schon fast jedes Fortbewegungsmittel in Resi. Ich finde, man sollte in Teil 9 in einem Flugzeug gegen Zombies kämpfen. Ja, aber das hatten wir auch schon in Code Veronica, ne? Dass wir auf der Ladefläche von dem Flugzeug gegen den Tyrant kämpfen. Es ist wirklich... ein U-Boot gab es auch schon in Code Veronica. Du hast absolut... Ich habe mir noch nie Gedanken über Fortbewegungsmittel gemacht, aber du hast recht. Da gibt es wirklich nicht mehr sehr viel, was nicht schon benutzt wurde. Hubschrauber in Resident Evil 6 hat halt auch sehr viel, ne? Benutzt auch. Enrico, hello. Can you read me? Please respond. Ein Bus. Da fällt mir nur Original Resident Evil 2's Intro ein, ne? Da haben wir einen Bus, wo wir kurz durchgehen, ja. 23 Raumstation. Stimmt. Ja, Motorrad hatten wir nur in CTI-Filmen. Die Leon-Action-Szene mit dem Motorrad, ne? Aber in Videospielen, ja. Mietwagen hatten wir schon. Raumstation, ne? Ich hab schon, das ist der Plot für Resident Evil 12 oder so wahrscheinlich, wenn ihnen wirklich nichts mehr einfällt. Dann kommen Aliens auf die Erde und die sind eigentlich friedlich, aber stecken sich dann blöderweise mit dem T-Virus an und dann kämpfen wir auf einem UFO gegen Alien-Zombies. Das ist meine Prognose. Sagen wir 15. Sagen wir Resident Evil 15. Ich glaube, vorher rebootet die Reihe einfach nochmal komplett, ne? Aber ja. Ach, ich bin in die falsche Richtung gegangen. Enrico ist wirklich dabei. Ja, ja, klar. Das ganze Bravo-Team hat einen Auftritt in dem Spiel. Wobei das weiß ich jetzt nicht, ob das stimmt, dass wirklich alle aus dem Bravo-Team vorkommen. Aber Enrico ist ja der Anführer vom Bravo-Team. Insofern ist er hier natürlich mit Rebecca angekommen. Au! Wenn dann der C-Virus. Ich bin da Purist. Ich mag den. Weißt, T-Virus ist cool. G-Virus ist cool. Progenitor-Virus ist cool. Und alles, was danach kam. Also, Plugger sind für mich auch in Ordnung. Aber ich meine jetzt so, was Viren angeht. Alles, was danach kam. Der Abyss und der C-Virus und so weiter. Das ist alles neumodischer Quatsch. Ich bleib lieber bei meinen Originalviren. Resident Evil 6 auch Bus, Leon-Kampagne, wenn man aus der Stadt flieht. Ja, habe ich gar nicht mehr so genau im Kopf. In Resident Evil 6 passiert so viel, ey. So viel dauernd. Ich spiel das und ohne Scheiß, ich spiel das 5 Stunden und kann mich danach noch so an 10 Minuten Schnipsel erinnern, weil einfach so von allen Seiten es einprasselt auf einen. Listen, little girl, if you haven't noticed, there's some pretty freaked out things on this train. And I, for one, want to get out of here. I don't think we stand a chance doing it alone. You expect me to trust you, a wanted felon? I don't need your help. I can handle this on my own. And don't call me little girl. All right, Miss Do-It-Yourself. What should I call you? The name is Rebecca Chambers, but that's Officer Chambers to you. Well then, Rebecca... Why don't you go and try, while I wait here? Aber vorher lesen wir diesen Zettel. Hinweis für Vorgesetzte. Vor dem Abschalten der automatischen Tür ist sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter den Speisewagen verlassen haben. Der Hauptschalter für automatische Türen ist auf dem Dach des 5. Waggons. Da, wo so ein Schalter hingehört, logischerweise. Obviously. Inspektionen finden statt, wenn der Zug geparkt ist.
Nach Abschluss der Inspektion ist die Leiter an der Rückseite der zweiten Etage des Speisewagens zu benutzen. Umbrella Corporation. Ey, die Umbrella Corporation immer mit ihren komischen, weirden, oder? Den Knopf für irgendwelche Türen befestigt man auf dem Dach vom dritten Waggon. Was? Okay, Leute. Neuer Gegnertyp voraus. Hi, Smithy. Zero habe ich mal angefangen und beim Trainingslager habe ich aufgehört. Hey, das geht so vielen so ohne Scheiß. Was, wie viele Leute jetzt, seit ich hier streame, seit einer halben Stunde schon geschrieben haben, dass sie das angefangen, aber nie beendet haben. Excuse me, sir. Aber heute, nicht heute, aber in sir. Dieser Streaming-Reihe beenden wir es. Dankeschön, verbal. Verbale für 2 Euro. Dankeschön. Inflationsausgleichsdrüse aus Passau, danke. Sehr nett von dir. Ich glaube, wir können einfach gehen, ne? Ja. Spart Munition. Zum Glück sterben aus irgendeinem Grund 100 Egel, wenn er 2 erschießt. Man weiß es nicht, was da los ist. Und wo sind die Egel gerade hingesprungen? Der ist quasi in die Flugbahn der Egel gesprungen. Die wären aus dem Fenster gehüpft, wenn er sich nicht bewegt hätte, aber nicht auf ihn. Die Action-Szenen sind schon toll. Ich habe Resident Evil 1 vor kurzem in Form von Deadly Silence angefangen. Ah, okay. Cool, cool. Hallo, Detsch. Oder Dech. Oder Dech. Da ist er. Who is that guy? Marcus ist es. Aber den kennst du noch nicht. Oder die Igelkönigin, ne? Das ist Ansichtssache. Beides ist richtig. Check out the first engine car. Listen, we gotta cooperate with each other from now on. You got that? Well, I don't... Clue in, girl. Or maybe you like being worm bait. All right. But you just remember, I will shoot you if you try anything funny. Fine. Now take these with you. If you find anything, give me a call, all right? Hi, Matthias. Ey, vielen Dank. Du auch. Okay, Figurenwechsel, Spielerhandbuch. Bla 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 bla. Gut. Hab Resident Evil Zero mit Ach und Krach beendet. Irgendwie macht dieser Teil nicht so viel Spaß wie Resident Evil 1 Remake. Ja, na, mir geht's auch wirklich so. Ich finde den Zugabschnitt richtig gut und den Zugabschnitt habe ich schon so oft gespielt, auch in der Vergangenheit. Aber danach lässt's nach. Aber jetzt kommt mein absoluter Lieblingsbildschirm im ganzen Spiel und vielleicht in allen klassischen Resident Evil Spielen, weil das sieht einfach so gut aus. Also damals, ne, ihr müsst euch vorstellen, vor 20 Jahren, meine Güte, sah das gut aus. Guckt euch das an. Das ist crazy. Aber ich glaube, wir sind noch nicht so weit. Wir müssen eh wieder runter. Ich wollte nur mal hier hochgucken. Weil es so schön ist. Stromkabel. Ich steck sie wieder rein. Ach, können wir das doch jetzt schon machen? Na, guck, umso besser. Oh oh. Ekelsaft. Okay, sehr gut. Aber Resident Evil 1 als DS-Remake spiele ich im Rebirth-Mode. Ja, genau. Der hat ja dann so Touchscreen-Funktionen. Es gibt den klassischen Modus, der ist wie Resident Evil 1. Genau, auf der PlayStation 1.
Räume gibst, die du betrittst und daraufhin Zombies und andere Gegner kommen, die man via Touchscreen genau mit dem Messer abwehrt. Ja, ja, ja. Ich glaube auch ein paar Rätsel sind anders, oder? Sind die Rätsel? Weiß ich aber gar nicht mehr. Vielleicht eine komische Frage, aber wirst du Teil 8 in der First oder the Third Person spielen? Oh, das ist tatsächlich eine gute Frage, über die ich mir noch gar keine Gedanken gemacht habe. Wir haben noch ein bisschen, bis wir da hinkommen, aber ich glaube ehrlich gesagt tatsächlich in der First Person, weil ich bin zwar eigentlich echt kein Fan von der First Person, mir ist Third Person sehr viel lieber, aber ich finde in Resident Evil Village merkt man, dass das nicht für die Third Person gemacht wurde. Das fühlt sich nicht so super gut an, meiner Meinung nach, deswegen werden wir es wahrscheinlich in der First Person spielen. Irgendwie erinnert mich Markus an Sephiroth, ja. Das stimmt. Finde ich auch. So, jetzt haben wir den Schlüssel. Den müssen wir in den Aufzug legen, aber unser Inventar ist voll. Und ich wollte nicht Charakter wechseln, wie schon gesagt. Ah, naja, das wird oft passieren. So, jetzt hoffen wir, dass wir den Schlüssel nehmen und nicht das Kraut. Ja, gut. Der Schlüssel kommt jetzt in den Aufzug. Sephiroth! Und jetzt drücken wir den Knopf. Hey, ich kann mich noch erinnern, dass ich damals, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, echt Angst hatte. Ich weiß noch genau, dass ich voll Angst hatte, dass ich jetzt dann allein mit Billy hier in den Hundezwingerabteil gehen muss und sowas, ne? Irgendwie lustig, aus heutiger Sicht, finde ich. Aber ja. Achso, jetzt müssen wir sowieso erstmal gucken. Müssen wir jetzt erstmal den Schlüssel organisieren. Ein tolles Spiel. Was ist dein Lieblingsspiel der Reihe? Das Original Resident Evil 4. Das ist das, was mich am meisten begeistert hat, als es damals rauskam, auf jeden Fall. Ich habe das erst vor 2 Jahren oder so das letzte Mal durchgespielt und auch da hat's mich wieder voll gehuckt. Aber ich habe es interessanterweise nicht mehr gespielt, seit das Resident Evil 4 Remake da ist. Na, kurz bevor das Resident Evil 4 Remake kam, habe ich zum letzten Mal das Original gespielt. Und ich bin sehr gespannt, wie sich für mich das Resident Evil Original jetzt spielen wird, nachdem ich das Remake gewöhnt bin. Das ist interessant. Doofe Frage, nicht böse gemeint, aber hast du Autismus oder ADHS? Ich habe Autismus. Ich bin sowohl im... Also, ich habe diagnostiziert ADHS und nicht diagnostiziert bin ich ziemlich sicher im Autismus-Spektrum. Aber das geht ja oft Hand in Hand und geht ineinander über. Da sind ja die Übergänge fließend. Das ist auch mein Favorit. Ja, ich finde, der Original-Vierte, der hat mich damals schon komplett umgehauen. Ich war selten so gehypt auf dem Spiel und dann hat es auch noch so reingehauen und war auch noch wirklich so gut. Ja, da haben wir schon öfter drüber geredet, ne, wie viele Leute in der Community hier irgendwie im Spektrum sind, irgendwie neurodivers sind. Hi, Miguel! Oh-oh. Ah ja.
Nur das ADHS kommt diagnostiziert mir doch. Ey, ich überlege schon lange. Ich werde mal wieder gucken, dass ich mich vielleicht medikamentös einstellen lasse. Weil ADHS ist schon einfach auch manchmal nervig, ne? Es ist, ehrlich gesagt, kann ich gut damit leben. Und habe mich gut damit arrangiert und alles. Aber es ist manchmal halt einfach schon nervig. Gerade wenn man wirklich mal... Wenn man wirklich effektiv arbeiten muss und dann hat man einen dieser Tage, ne? Dann ist halt scheiße. Bei ADHS wird begrenzt auch mit Cannabis behandelt. Na, dann könnte man jetzt ja auch legal, ne? Mal testen, ist es wert. Hey, Mr. Lettenfrip, bin sonst nur stiller Beobachter, muss mich jetzt aber leider doch mal bei dir beschweren. Denn ich bin durch dein Fallout 1 Neustart wieder übelst in Fallout versumpft. Na, das ist doch schön. Denke ich mal. Zero and 1 Remake sind ja auch definitiv die dunkelsten. Die Remakes auch. Dunkelheit realistisch und man hat eine Taschenlampe. Deswegen lösen sie nochmal Unbehagen aus. Ha. Ja, kann schon sein. Resident Evil 4 Original war mein erstes und war als Kind absolut begeistert. Ah, okay, krass. Ne, ich habe da die Originalen schon gespielt. Resident Evil 2, das Original, war mein erstes Resident Evil. Das hat für mich deswegen auch einen ganz besonderen Platz natürlich immer. So ein nostalgisches Resident Evil 2 für mich schon ein ganz besonderes Spiel. Ich hatte schon mal Ritalin verschrieben. Ich war schon mal auf Ritalin, aber tatsächlich hat das bei mir leider nicht wirklich geholfen, ehrlich gesagt. Notiz des Zugführers. Die Schlüsselkarte für die Fahrerkabine steckt wie üblich in meiner Tasche. Doch ich kann das Ding nur mit dem Schlüssel des anderen Kerls öffnen. Scheinbar habe ich ihn irgendwo verloren. Wäre es ein normaler Schlüssel, würde ihn sicher jemand abgeben. Aber er ist anders. Ich suche danach. Aber sollten Sie ihn finden, geben Sie ihn zurück. Vielen Dank im Voraus. Vielleicht solltest du beschreiben, wie der Schlüssel aussieht, wenn du ihn wieder haben willst, ne? Weil woher soll irgendwer wissen, was anders bedeutet? Wovon redest du überhaupt? Ich verstehe jeden, der es mit Medikamenten behandelt und dem es auch hilft, aber ich habe in meiner Kindheit sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht. Ja, das ist wie bei gerade so im psychologischen Sektor, ne? Wie bei allen Sachen, egal ob das Depression ist oder ADHS oder im Autismus-Spektrum oder was auch immer, das ist immer sehr individuell und Medikamente wirken auch sehr unterschiedlich und da gibt es einfach keine Blaupause. Da muss man immer gucken, was hilft und was hilft nicht und braucht man überhaupt irgendwas und so weiter. Da kann man halt, ne? Ja. Oh, Billy kann keine Kräuter. Der ist aber auch der einzige Trottel in der Resident Evil-Reihe, der nicht mal Kräuter mischen kann, oder? Das, also wirklich. Du musst die, glaube ich, nur zwischen deinen Daumen zerbröseln. Ich glaube, das ist Kräutermischen, Billy. Wirklich, ohne Witz. Was ist dein Problem? Okay. Dann machen... Ah, Billy kann ja auch die... Ich bin ja... Warum? Warum sollte er das auch können? Ist eh klar. Ich dachte, na, dann mische ich halt die beiden grünen Kräuter miteinander, als ob das irgendwie Sinn machen würde. Hä? Ah. Autismus wird aber nicht mit Medikamenten behandelt. Nee, das stimmt, glaube ich. Also wüsste ich auch nicht. Aber es ist trotzdem sehr individuell, die Ausprägung und so weiter und die Symptome und alles. Tagesmenü, gebratenes Hühnchen mit Shrimp Carpaccio. Der hat aber keine schöne Handschrift, der das da hingeschrieben hat. Und was steht da überhaupt? Rulesmen. Fresh English with Husband. Da steht absolut, hey, da steht viel, aber da steht nicht das, was der Text unten gerade angezeigt hat. Special Steak Appliance Grape Sauce.
Da steht alles, aber nichts von Hühnchen und Shrimps. Mach mit. Man sieht Leute, die eine wilde Party feiern. Wirklich? Wirklich? Das sieht so aus, als würden da irgendwie 5 Hansel an so einem Tisch sitzen und blöd gucken. Das ist eine wilde Party, ey. Hey, wer weiß, was die einnehmen, während die da sitzen, ne? Keine Ahnung. Billy hat da vielleicht mehr Erfahrung, kann schon sein. Wisst ihr, was ein bisschen komisch ist? Wir waren gerade auf dem Zugdach. Und das wäre uns aufgefallen, oder? Wenn auf dem Zug ein riesiger Skorpion sitzen würde. Ah, gut, okay. Vielleicht ist er ganz schnell irgendwie nach unten gekrabbelt, während wir auf dem Dach waren. Das kann ja sein. Hey Miguel, vielen, vielen Dank fürs Priester der Tentakel auf YouTube werden. Dankeschön. Das ist sehr nett von dir. Hab vor ein paar Tagen die 4000 Stunden in Fallout 4 geknackt. Sollte mir das zu denken geben? Das ist vollkommen in Ordnung. Ey, ich steck so viel Zeit in so viele unterschiedliche Spiele, weißt du? Ich probiere halt gern durch und schau mir das Spiel ein bisschen an und das Spiel ein bisschen. Und ich versenk in sowas halt dann einfach meine 4000 Stunden. Ich meine Resident Evil 4, Quatsch, auch, aber Fallout 4 habe ich auch natürlich tausende von Stunden gespielt, aber wenn du ein Spiel hast, das dir so gut gefällt, dass du da so viel Zeit reinstecken kannst, dann ist das super. Dann freu dich. Zero muss ich auch mal wieder spielen. Bin gerade bei Village und dann nochmal 2 Remake. Ja, da kommen wir auch noch hin. Nach Resident Evil 3 gab es kein Resident Evil mehr. Ha, würdest du auch... Ich meine, ich kann verstehen, wenn man eher klassischen Survival-Horror mag und dann die neueren Spiele deswegen nicht mehr so schön findet. Aber würdest du dann tatsächlich auch sagen, dass Code Veronica und das Resident Evil 1 Remake und eben auch Zero auch nicht mehr für dich quasi diesen Resident Evil-Kern haben? Weil das finde ich schon... Ja, genau. Ich bin hauptberuflich mittlerweile YouTuber, Streamer, Podcaster, Content Creator, Influencer, was auch immer man, wie auch immer man das nennen will. Hast du mitbekommen, dass weil Fallout New Vegas Lore ist, Voltec nie für den Untergang verantwortlich war? Hä? Ach so. Warte mal. Hä? Ich verstehe den Satz gerade nicht. Aber ja, es gibt natürlich, die Serie ist lore-technisch wild. Ja, da wollte ich schon lang ein Video dazu machen, was die Serie da alles aufwühlt und anspricht und so weiter und so fort. Aber hey, man muss fairerweise sagen, die Serie impliziert nur, dass Voltec die Bomben hätte geworfen können, hätte werfen können, dass sie in der Lage gewesen wären und Pläne gehabt haben, versteht ihr? Die hätten das machen können und wollen, aber es wird schon auch so dargestellt, als wäre denen vielleicht was zuvor gekommen. Das muss man schon auch sagen, also Vielleicht hat doch jemand anders die Bomben vorher geworfen. Oh, er brauchte mehr Inventarplätze. Das ist so ein bisschen das Nervige an Resident Evil Zero, ne? Was warst du davor? Boah, ich war Erzieher, dann habe ich lange studiert. Dann habe ich in einer Nahrungsherstellungsfabrik am Fließband gearbeitet. Ich war Möbelverkäufer eine Zeit lang. Ich habe viel gemacht. Ich habe viel gemacht. Warte mal, für was brauchen wir den Eispickel? Den Eispickel brauchen wir, um irgendwas im Schloss zu holen. Die Aktentasche könnte ich vielleicht hier mal noch ablegen kurz. Ich habe halt so ein bisschen nach was gesucht, wo ich mich irgendwie wohlfühle dabei. Wo ich das Gefühl hatte, das kann ich machen. Damit kann ich meine Brötchen verdienen, ne? Und hab lange rumexperimentiert und viel versucht. Und irgendwie hat's nicht geklappt. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann werde ich YouTuber. Und so war es dann auch. Ich dachte im Fallout immer, dass die Kriegsparteien alle relativ gleichzeitig
innerhalb von Stunden die Bomben abgeworfen haben. Das ist auch so. Das ist definitiv so. Der große Krieg hat nur ein paar Stunden gedauert. Und dann war Wasteland. Aber die Frage ist, wer hat angefangen? Wer war der Erste? Irgendwer muss ja die erste Bombe geworfen haben. Der Rest war dann Vergeltungsschlag. Nach YouTube wäre der... Genau, Indie-DJ. Nein, das war nicht die Taste, die ich drücken wollte. Oh Gott. Autsch. Was für ein Red Scorpion. Das ist die Red Scorpion-Königin hier. Okay. Nein, hör doch bitte auf. Ich will nicht Charakter wechseln. Wisst ihr, warum ich das dauernd mache? Jetzt weiß ich es auch. Das ist so gemein. Der Knopf. Ich schwöre euch, Dreieck ist im Remake-Menü aufrufen. Und hier eben nicht. Und das ist wirklich nervig. Nimm doch jetzt das Ding. Yay, Musik in meinen Ohren. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und übertragen auch. Chrissy0009 ist jetzt ein Bird Rider. Chrissy, vielen, 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 vielen Dank für dein Abo. Für dein Sub hier auf Twitch. Dankeschön. Das ist sehr nett. Das heißt, wir sind jetzt auf 91. Es fehlen noch 9 für den Bonus-Stream morgen. Okay, ja, ich gehe jetzt zurück. Ganz schön laut in dem Skorpion. Wunderschön. Es ist wirklich lächerlich, aber wegen dem Sound... Hope this is not Chris's sandwich. Ja, wegen dem Sound, wegen dem Flötencover, ne, werden tatsächlich meine Videos auf YouTube geclaimed. Ohne Scheiß. Das ist anscheinend zu nah am Original. Und deswegen muss ich das auf YouTube über stumm schalten. Aber jetzt weiß ich's ja. Jetzt ist es kein Problem. Das war nur beim ersten Mal nervig. Aber das ist schon lustig, oder? Die Eispicke braucht Rebecca für die Tür. Ah, genau. Rebecca? So. Resident Evil. Habe ich mich gerade erschreckt. Ich dachte mir gerade, was kommt denn jetzt? Was habe ich denn? Welcher Mini-Boss kommt denn jetzt? Was habe ich denn vergessen? Resident Evil 4 hat auf der PS4 auch eine andere Steuerung, die mich erstmal wahnsinnig gemacht hat. Ja? Na gut, die GameCube-Steuerung ist ja noch mal ganz was anderes, ne? Die ist ja wild. Ich weiß auch nicht, mit der GameCube-Originalsteuerung, da muss man sich, glaube ich, noch mal ein bisschen umgewöhnen. Ich glaube, ich bin mittlerweile tatsächlich eher die Resident Evil 4 PlayStation-Steuerung gewöhnt. Halt, stopp, ich weiß schon. Wir benutzen jetzt erstmal den Heber hier. Weil ich glaube, dann können wir den wegschmeißen. Ich meine, im Vergleich zur PlayStation 2-Variante. Ja, die PlayStation 2 habe ich nie gespielt. Ich weiß nicht, ob das die gleiche ist wie am GameCube. Weiß ich nicht mehr. Oder wusste ich nie. Deswegen kann ich das nicht sagen. Wir drücken den Knopf.
wäre korrekter Tempus nicht erschrocken. Erstens weiß ich nicht, was ein Tempus ist. Und zweitens weiß ich nicht mehr, was ich gesagt habe. Aber ja, ich habe mich erschrocken, wäre auf jeden Fall richtig. Das kann ich dir sagen. Habe ich erschreckt gesagt? Ich glaube, das geht auch. Ich glaube, das geht auch. Ich finde zumindest, das sollte auch gehen. Und darauf kommt es doch an. Okay. Ah, wo kommt denn der her? Gehen wir einfach. Tempus ist Zeitangabe. Okay. Bin eigentlich kein großer Resi-Fan und guck lieber nur, statt selber zu zocken. Aber ein Spiel mit und über Wesker würde mich mal interessieren. Ja, Wesker hat immerhin sein eigenes Kapitel in den Lightgun-Shootern für den GameCube gehabt. Warte mal, auf welcher Taste kann ich ihn gleich nochmal rufen? Nee, das ist nicht. Let's go! Let's go! It's a me! Auf einem höheren Schwierigkeitsgrad würde ich das nie machen, dass ich mit beiden gleichzeitig gehe, weil die KI einfach echt zu dumm ist. Aber auf easy wird schon gehen, oder? Die werden schon nicht so viel wichtige Munition verschießen. So. Hier kann Billy ja auch durch Wesker ausgetauscht werden. Ich glaube, wenn man es einmal durchgespielt hat. Ja, ja, genau, glaube ich auch. Ich finde es fast schade, dass die hier mit Billy einen neuen Charakter erfunden haben, weil hier hätte man auch die Chance gehabt, dass man vielleicht eine zweite Figur aus dem Bravo-Team vielleicht noch eine größere Rolle gibt, ne? Hätte ich eigentlich cool gefunden, muss ich sagen. Aber gut. Billy wenigstens dann wieder für irgendwas benutzt hätten, aber der geht dann irgendwie in den Wald und stirbt wahrscheinlich, nehme ich an. Man weiß es nicht. Keine Ahnung. Kann schon sein. Nein, du sollst alles nehmen, nicht nix. Genau so. Und nimm mal die Farbbänder auch. So, dann haben wir wieder ein bisschen Platz im Inventar. Hallo, Chris. Und hallo, Sir Slicerlot. Und Olaf. Und alle, die ich übersehen habe. Na nu, was haben wir denn hier? Etwas, das nicht mehr in mein Inventar passt. Ein goldener Ring. Ah doch, ich habe noch Platz. Cool. Und der goldene Ring gehört in den Koffer, der irgendwo anders steht. Na ja. Nein, falsche Taste. Okay. Bereit? Oh, Billy hat ja keinen Platz im Inventar. Ich hasse das Spiel. Ich hasse es jetzt schon. Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Aber das ist wirklich nervig. Das ist wirklich nervig. Braucht das wenigstens nur einen Inventarplatz? Bitte. Sei wenigstens zu nett. Nein, es braucht zwei Inventarplätze. Ich hasse das Spiel. Ey, come on. Welcome. Welcome. Aber ich habe eine Idee. Wartet mal. Wie hoch kann man denn Pistolenmunition in dem Teil stapeln? Yeah. So nämlich. Her damit. Billy kam auch schon im Prototypen von 64 vor. Nur... Da war Rebecca ja noch wirklich als Sanitäterin gekleidet, ne, in weiß.
Warnung, das Gerät nur benutzen, um schwer zugängliche Waggondächer zu erkunden oder spezielle Züge zu verbinden. Was? Nach Verwendung an den richtigen Orten zurückbringen. Ja, blablabla. Well, I'm sorry, but he's probably the most powerful biological weapon in the world. Ja. Das ist Barry. Come on. Okay. Die mächtigste biologische Waffe der Welt. Hallo, Mensch. Barry, der müsste... Na gut, okay, der war in Revelations 2, hat der eine große Rolle. Trotzdem sollte der auch eine Hauptrolle kriegen, finde ich. In der Fallout-Serie wurde angedeutet, dass Vault Tech die Bomben geworfen haben könnte. Ja. Weil New Vegas Canon ist und es um den Platin-Chip geht, wäre Mr. House schlau genug gewesen, sich den Chip einen Tag... Sich den Chip... Warte mal, wo sind wir? Den Chip an einem Tag vor der Bombe, den Chip hätte liefern zu lassen oder so. Dies zeigt, dass Vault-Tec eher nicht. Mit dem Fall der Bomben. Also, wenn ich mich nicht täusche, dann ist das der Koch gewesen. Wenn ich mich nicht täusche, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann ist es so, dass Mr. House sowieso schon in Vault-Tec Canon wusste, dass die Bomben fallen, in Fallout New Vegas kennen, schon wusste, dass die Bomben fallen werden, weil er das, so wird es damals noch begründet, durch seinen Algorithmus hat ziemlich genau berechnen können. Ne? Und deswegen hätte er sich den Chip auch gerne liefern lassen, bevor die Welt untergeht, aber es kam zu Verzögerungen in der Produktion. Deswegen hat das leider nicht geklappt und deswegen musste er, also ist es nicht mehr gegangen und er musste notdürftig mit dem, was er hatte, arbeiten und deswegen ist er dann auch in so ein langes Koma gefallen und ist erst 100 Jahre später oder was weiß ich wie lange nachher aufgewacht aus seinem Koma, weil das so anstrengend und in Anspruch nehmend war, das alles manuell zu steuern, was eigentlich der Chip hätte machen sollen. Das ist, wenn mich nicht alles täuscht, schon immer offizieller New Vegas Kanon gewesen. Insofern ist das gar nicht so ein Problem. Sieht aus und klingt wie Deutsche Bahn, aber der Zug fährt. Also kann es doch nicht sein. Na, ich glaube, der Zug kommt sehr zu spät, ne? Der stand wegen Biowaffen ziemlich lange still. Insofern könnte schon sein. Nee, es ist die Umbrella-Bahn in Wirklichkeit. Hi, Dante. Aber von Umbrella wissen wir ja auch, dass die weird sind. Um es gelinde zu sagen. Was Sicherheitsmaßnahmen angeht, was die Positionierung von Knöpfen angeht und allem anderen. Okay, Billy, was hältst du von folgendem Tausch? Ich gebe dir Molotow-Cocktails, du gibst mir Greifhaken. Check. Okay, Rebecca, aufs Dach wir gehen. Hallo, Lucky. Wie lange spielst du heute Resident Evil? Bis, ich würde sagen, so ein bisschen nach 8. So ein bisschen nach 8. Ich will das nicht immer so ganz fest, ne, machen. Sieht aus, als befände sich unterhalb des Spalts ein Passagierabteil. Durch den Spalt springen? Okay. Hallöchen. Hey, wenn die Gerüchte über Resident Evil 1 Remake stimmen und jeder einzelne Zombie in dem Spiel tatsächlich ein eigenes Modell kriegt, ne? Wie die Gerüchte ja klingen, über 50 eigene Zombies mit eigenen Modellen und so, dann werde ich zu jedem Einzelnen ein Lore-Video machen und werde den vorstellen. Nein, werde ich wahrscheinlich nicht. Aber dann werde ich ein großes Sammelvideo machen, in dem ich die alle einzeln mir anschaue und gucke, in welchen Räumen sind die, wo sind die verwundet, könnten wir irgendwas über deren Geschichten herausfinden. Das fände ich schon sehr cool, muss ich sagen. Da hätte ich schon wirklich Spaß dran.
wieso machst du kaum Elder Scrolls Content? Ehrlich gesagt habe ich das mal öfter versucht, weil ich echt auch Bock hätte, mich in die Elder Scrolls Welt reinzuarbeiten. Aber das hat nicht so gut funktioniert. Das ist nicht gut angekommen. Also klickmäßig einfach, ne? Und da bin ich einfach eine Klickhure. Ich sag's euch, wie es ist. Ich habe genau deswegen tatsächlich, ohne Witz, jetzt schon den YouTube-Kanal Landsquid Zweitrider ins Leben gerufen. Da gibt's noch keinen Content. Aber wenn ich mal ein bisschen mehr Zeit habe und Bock habe, mache ich da vielleicht eben genau den Content, der auf dem Hauptkanal nicht gut läuft. Das ist ja wirklich leider auch ein Problem, weil man öfter Videos auf seinen Kanal veröffentlicht, die nicht gut laufen, dann denkt sich der Algorithmus, aha, die Leute mögen den Kanal nicht mehr, also werde ich auch zukünftige Videos nicht mehr weiterempfehlen, ne? Das ist halt blöd. Deswegen ist so ein Zweitkanal eine gute Idee. Und auf dem Zweitkanal werde ich eben wirklich dann auch öfter Sachen machen, auf die ich Bock habe. Und wenn ich da zum Beispiel mal wieder Bock kriege, die Elder Scrolls Lore genau zu beobachten oder zu untersuchen, machen wir das wahrscheinlich auf dem Zweitkanal. Aber mal gucken. Es gibt in Elder Scrolls die Theorie, dass die Gwenma wohl die Zukunft in Zukunft verschwunden wurden. Ich wünsche mir mehr von Lisa Trevor und die Hintergrundgeschichte. Ich bin echt gespannt, ob das Remake die ganze Hintergrundlore ausbaut, ne? Weil gerade der erste Teil wäre halt da wirklich ein total wichtiger Ansatzpunkt. Hey, Agro, vielen, vielen, vielen Dank für die Bits. 215. Guckt euch das Spendenglas da oben an. Ist das nicht wunderschön? Ich mag so diese kleine Physikspielerei. Ich bin immer wieder begeistert. Immer wieder schön. So, wo habe ich jetzt den Koffer abgestellt? Ich muss gleich mal auf die Karte gucken. Ich bin nur hereingegangen, damit die Igel mich in Ruhe lassen. Ah, nein! Wie nice. Das war jetzt wirklich Glück im Unglück. Na, stimmt auch nicht. Es war einfach nur Glück. Ach komm, kann ich das nicht wenigstens trotzdem jetzt aus dem Menü raus kombinieren? Ach Gott, ich hasse das Spiel. Das Spiel hat einfach so viel so nervige kleine Sachen. Wie zum Beispiel, dass es keine Kiste gibt. Das ist wirklich mein Hauptkritikpunkt tatsächlich. Meine beiden Hauptkritikpunkte... Ne, drei, okay. Meine drei Hauptkritik... Ne, vier, okay. Meine vier Hauptkritikpunkte an dem Spiel sind, in der Reihenfolge würde ich sogar sagen, Kiste. Die Abwesenheit der Kiste ist die dümmste Idee überhaupt. Items jederzeit überall ablegen können, super, gerne. Wirklich gut, muss man nicht dauernd in den Safe Room zurücklatschen, aber in Verbindung mit einer Kiste und nicht als Ersatz. Das ist total bescheuert. Und dann eben auch, dass man Items nicht die ganze Zeit überall ablegen darf und so weiter, ne? Also, das ist mein Hauptkritikpunkt, würde ich sagen. Dann haben wir noch den Punkt, dass das Gegnerdesign ein bisschen langweilig ist. Die meisten Gegner sind einfach nur größer und normal, ne? Große Fledermaus, großer Tausendfüßler, großer Skorpion. Da passiert nicht viel, was Gegnerdesign angeht. Das ist auch ein bisschen schade. Die KI von der jeweiligen, von der KI gesteuerten Figur ist echt nicht gut. Und was war der vierte Punkt? Ich gerade wusste ich es noch. Weiß ich nicht mehr. Aber den gibt es auch noch. Punkt 4 gibt es auch noch. Wenn es mir einfällt, sage ich es euch. Hi Fledermaus, ungefähr eine Stunde, ungefähr die erste Stunde. Wir sind noch im Zug, es ist noch nicht viel passiert. Ich sag dir darum, ich bin in letzter Zeit viel Resident Evil Zero auf dem PC mit Itembox Mod. Ja, auf jeden Fall. Das macht das Spiel gleich sehr viel besser, ja. Jimmy Luis. Wir haben deine Karte, Jimmy Luis. Ich bin mir sicher, der braucht ihn nicht mehr. Nee, mir fällt jetzt nicht mal mehr das vierte ein. Keine Ahnung. Genau, kaum reden wir über die Gegner, kommt Fledermaus. Ich hab's mir auch gedacht, ne? Hi, René. Ja, ist schon lustig.
weil ich gerade, bevor du gekommen bist, Fledermaus, gerade gesagt habe, dass das Gegnerdesign ein bisschen langweilig ist. Es gibt riesen Tausendfüßler, riesen Fledermaus, riesen, ne? So, dann in dem Moment kommst du rein. Wenn man vom Batman spricht. So, wartet mal ganz kurz. Ich muss schnell in mein Inventar gucken. Wir haben jetzt die Blue... Genau, wartet. Ich glaube, ich weiß, wo wir hin müssen. Ich nehme mal die Schrotflintenmunition wieder mit. Denkt ihr, Resident Evil 9 kommt noch dieses Jahr? Also, wenn man den vermeintlichen Leaks glaubt, dann Anfang nächstes Jahr. Dann kommt aber eventuell sogar schon im Januar nächstes Jahr, wenn alles nach Plan läuft. MacroCav zum 5. Mal in Folge mit dabei heute. Das ist ja cool. Freut mich. Hallo. Ich hab's gespürt. Ja, genau. Du saßt wahrscheinlich irgendwo beim Zocken und plötzlich so... Bird Rider redet über mich. mein Fledermaus-Sinn tingelt. So. Piep. Werfen wir weg. Ich finde das immer gut, dass Resident Evil-Charaktere das im Gespür haben. This is Delta Team. This is Delta Team. We have gained control of the train. Over. Understood. This does not make any sense. How was the T-Virus leaked? And why did it contaminate both the lab and the mansion, as well as a train almost 3 miles away? That's irrelevant. We must make sure no knowledge of this gets out. Destroy the train. Completely. How far away are you from the nearest branch line? About 10 minutes, Duke. Huh? What happened? Tolles Special Team, das Umbrella da hat. Ja, genau. Es ist zu gefährlich, allein weiterzugehen. Warte mal, in welche Richtung müssen wir, Billy? In die Richtung, gut. Halt die Klappe, Zombie. Hallo, Kabuckmann. Hab Pfannkuchenteig gemacht und wollte gleich loslegen. Oh, wisst ihr was, wie ich jetzt vor dem Stream noch schnell gemacht habe? Ich habe beim letzten Mal schon erzählt, dass Merlin zum Geburtstag von ihren Eltern ein KitchenAid bekommen hat mit einem optionalen Eisaufsatz. Wir haben jetzt noch Eis gemacht. Das ist noch nicht fertig. Das muss jetzt im Grunde 5 Stunden noch in den Gefrierschrank. Aber KitchenAid ist schon irgendwie ganz cool, habe ich das Gefühl. Ich bin gespannt. Was ich wirklich gern hätte, ist noch der Hobel-Schneidaufsatz. Weil wenn ich was hasse beim Kochen, dann ist es Karotten klein hobeln oder raspeln oder so. Oh, gib mir das auf den Sack. Das hasse ich am allermeisten. Alles, ne, schneiden und was weiß ich was, alles kein bloß schieren, alles kein Problem. Aber hobeln, ey, boah, das kotzt mich an. Da zahle ich gern nochmal irgendwie, weiß ich nicht wie viel, die Dinger sind scheiß teuer. Aber da zahle ich gern nochmal 100, 200 Euro, wenn ich dafür nie wieder irgendwas silber raspeln und oder so muss. Das hasse ich wirklich. Wir sind nicht mehr allein. Was ist denn los? This way. Ja. So. Jetzt. Naja, auf jeden Fall, wenn der Stream heute vorbei ist, dann gibt's Eis. Yes, selbstgemachtes. Strawberry Cheesecake Eis. Bin ich schon sehr gespannt. Der Motor ist völlig zerstört. Er kann nicht repariert werden. Nach Resident Evil geht's mit Fallout 1 weiter. Wird in Fallout New Vegas im Old World Blues DLC Frederick Sinclair als Stellvertreter des Big A... Hey, da muss ich selber mal drauf achten. Da bin ich mir auch nicht sicher. The train will either derail or crash. I gotta stop this thing.
Makrokev ist jetzt ein Wordrider. Makrokev, vielen, 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 vielen Dank für deinen Sub im dritten Monat. Dankeschön. Das ist sehr, sehr nett von dir. Jetzt pass mal auf, ich glaube nämlich, in den Spielen wird der eigentlich nicht in Verbindung mit dem Big MT gebracht, oder? Ich hätte ihn zumindest davor nicht wirklich mit dem Big MT in Verbindung gebracht. Genau, mit dem Sierra Madre eher. Naja. Naja, gut, wir spielen ja jetzt auch alle Fallout-Teile, ne? Merkt ihr die Frage in einem Jahr oder so, wenn wir bei Fallout New Vegas angekommen sind? Dann werden wir ganz genau darauf achten, ob der irgendwie in Verbindung mit dem Big MT erwähnt wird. Lance Quid Hobelreiter. Na, hoffentlich nicht. Mir geht's gut, Homie, dankeschön. Ein Kochstream. Da müsste ich mich erst ausstatten dafür. Dann können wir mal Eis live machen. Bremsenbedienungsanleitung. Verwendung der Bremssteuerung. Die Steuerung der Bremsen, wenn da noch einmal Bremsen steht, dann schmeiße ich die Anleitung aus dem fahrenden Zug. Erfolgt in 3 Schritten. Schritt 1, Steuerung aktivieren. Die Steuerung befindet sich an den folgenden Orten. Fahrkabine im 1. Waggon. Hinteres Deck im 5. Waggon. Zum Aktivieren der Steuerung muss die Magnetkarte, das ist auch wieder so gut, das ist so typisch Umbrella, oder? Wenn man im Notfall schnell bremsen muss, dann muss einer in der Kabine bleiben, während eine andere Person bis ganz nach hinten ans andere Ende vom Zug läuft. Nur so kann man bremsen. Okay, so wird die Stromzufuhr für beide Steuerungen aktiviert. Schritt 2, Code für hinteres Deck eingeben. Geben Sie den Code für das hintere Deck ein, um die Sperre zu lösen. Danach wird der Code für die Fahrkabine eingegeben. Schritt 3, Code für die Fahrkabine eingeben. Geben Sie den Code für die... Wenn ich noch einmal Code oder Fahrkabine lese, um die Sperre aufzuheben. Nach dem Abschluss der 3 Schritte können die Bremsen manuell bedient werden. So, ich weiß, dass das Ganze gar nicht so schwer ist. Wer bleibt zurück? Ist mir wurscht, Billy. Aber ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie es geht. Und ich habe lange nicht mehr gespeichert. Und wir haben einen Timer. Okay. Rebecca! Huh? Don't screw up, okay? I won't. Ja, ich hoffe, Rebecca. Ich habe ehrlich gesagt nicht so viel Selbstvertrauen wie sie, aber sie wird das schon schaffen. Rebecca glaubt an uns, gut. Rebecca, ich komme nur mit der Steuerung nicht klar. Sobald hier, wenn so kleine Räume so oft die Kameraperspektive wechseln, ist die alternative Steuerung wirklich die Hölle. Okay, Rebecca, wir müssen uns beeilen. Dann ist der Zug schon vorbei. Der Zug ist schon kurz. Der Zug ist kürzer, als ich den in Erinnerung habe. Wenn man weiß, was man tun muss, ne? Rebecca, vielleicht ist es besser so. Nein, schade. Ich dachte, wir können alle 3 umschubsen. Aber leider nicht. So. Wann schätzt du, dass Resident Evil 9 angekündigt wird? Also wieder, wenn man den Leaks glaubt, ne? Das ist ja immer die Frage. Dann bald. Vielleicht schon bei der PlayStation Direct, die demnächst angekündigt werden sollte, ne? Aber jetzt müssen wir befürchtlich erstmal Edward erschießen, leider. Oder bei den Summer Games Fest, die nächsten Monate schon sind. Lang dauert es eventuell nicht mehr. Und falls bei den beiden Terminen weder was angekündigt wird, noch Capcom irgendwie selber ein Event verkündet oder sowas, dann kann es dauern. Dann muss man mal gucken. Let's go, Rebecca!
Die Musik ist so spannend. Ich kann's nicht mehr aushalten. Okay. Stellt euch vor, man nimmt an der Stelle die Magnetkarte nicht mit, ey. Oh, ist das gemein. So. Okay. Und jetzt brauchen wir nochmal eine 9 und dann stimmt's. Gut. This is Rebecca. I have engaged the control device for the brake. Over. Roger, I'll put the brake on now. Nee, das ist Rebecca, nicht Roger. Hast du nicht zugehört? Billy, ey. Okay, Billy. Du hast Roger gehört. Wir müssen jetzt auf 36 kommen. Das heißt, ich mach mal 5. 6, 7, 8, 9, 10. Na, ist vielleicht zu wenig gewesen. 16. 25. Ja, genau. 34 und 2. So. Euer Podcast CCG macht meine Nachtschichten endlich ertragbar. Danke dafür, das freut mich. Das freut mich sehr, Slice a lot. Dankeschön. Hey, aber wo wäre denn der Zug planmäßig hingefahren? Na, vielleicht sind wir an irgendeiner Haltestelle vorbeigedonnert. Na, das kann ja sein. Weil der Eingang, der sah verbarrikadiert aus, ne? Und wenn das Gleis nicht jemand umgestellt hat, dann weiß ich es auch nicht. Ja, somit ist der Part von Resident Evil Zero, den ich gerne mag, leider schon vorbei. Rebecca! I'm here. Das ist mein vierter Punkt, den ich an Resident Evil Zero kritisiere. Alles nach dem Zug. Oh, jetzt weiß ich es wirklich wieder. Die Affenpassage. Die Affen im Safe Room und man muss Rebecca retten Passage. Oh mein Gott, die hasse ich. Die Eliminator. Das war der vierte Punkt, den ich vorher verdrängt hatte wahrscheinlich. Tolle Notbremse. Die fahren ja schlimmer als jeder Promi. Ha. Hast du eigentlich einen Lieblingscharakter in Resident Evil? Also generell. Ehrlich gesagt bin ich da nicht so der Charakter-Mensch. Die menschlichen Charaktere waren mir schon immer relativ wurscht. Ich fand die Monster schon immer viel faszinierender und spannender. Deswegen habe ich da auch so meine, ne, diese große, alle Resident Evil-Monster-Reihe war ja eins der ersten Lore-Sachen, die ich überhaupt gemacht habe. Aber wenn ich es mir aussuchen muss, dann glaube ich, finde ich Leon einfach am coolsten, weil Resident Evil 2 mein erstes Resident Evil war und Resident Evil 4 mein Lieblings-Resident Evil. Da, ne, ist er natürlich in beiden Spielen die Hauptfigur oder eine davon. Jetzt beginnt der schlechte Part. Ich finde ehrlich gesagt, dass Resident Evil Zero, aber wir werden sehen, ne? Jetzt spielen wir es erstmal ein bisschen. Aber ich finde, Resident Evil Zero kriegt ein bisschen zu viel Hate ab. Weil es mag von den klassischen Survival-Horror-Spielen wirklich nicht das Beste sein, im Gegenteil. Aber ich finde, es ist eigentlich immer noch ein gutes Spiel und ein gutes Survival-Horror-Spiel auch. Resident Evil hat halt wirklich einen sehr hohen Standard. Das muss man schon sagen. Research Center? The first general manager, Dr. James Marcus. Who on earth are those people?
She's just a rookie, a member of STARS. Hmm, what about the male? I'm unfamiliar with him. Attention! This is Dr. Marcus. Please be silent as we reflect upon our company motto. Obedience breeds discipline. Discipline breeds unity. Unity breeds power. Power is life. Who are you? It was I who scattered the T-virus in the mansion. Needless to say, I contaminated the train, too. What? Revenge. On Umbrella. Ich bin mal auf Freitag auf den Showcase von Konami gespannt. Ah, das wusste ich noch gar nicht. Ein neues Silent Hill. Und zum neuen Kinofilm was. Da bin ich auch mal gespannt. Gibt's einen Mod, wo man Fallout 2 repariert ist? Dr. Marcus? Ja. Du musst mal gucken, es gibt für Fallout 2 auf jeden Fall den Community Restoration Mod oder sowas. Ich glaube, der ist so ungefähr, was du suchst. Didn't you? Vielleicht sollte Capcom mal ein spezielles Spin-off rausbringen mit dem Namen Evil of the Resident, wo man die Monster spielen kann. Lieber Landsquid, hab einen Wunsch. Leise Flüster. Fallout-Lore-Video zur Wime-Fabrik mit DLC-VH, im DLC-Verhaber. Ja, diese alle Orte im Commonwealth-Reihe, ne? Die geht mir nicht aus dem Kopf und irgendwann wird die fortgesetzt und dann kommen wir da auf jeden Fall auch noch hin. Konami wird seinen neuesten Showcase Silent Hill Transmission am Freitag, den 31.05. 1 Uhr nachts. Von Donnerstag auf Freitag. Okay. Ach, ich merke, Resident Evil ist Hauptthema, da kann ich nicht mitreden. Bin eher der Fallout-Fan. Fallout geht jetzt dann los in einer halben Stunde, Pi mal Daumen circa. Gucken wir mal. Ach, lass ihn doch mit seiner engelsgleichen Stimme singen, den Marcus. Ja, als ich das erste Mal Resident Evil Zero gespielt habe, habe ich ja von Resident Evil Lore und Story und so überhaupt keine Ahnung gehabt. Und ich weiß noch, dass ich hier an der Stelle mega verwirrt war, weil ich dachte mir so, hä? Sind die jetzt in der Menschen aus dem ersten Teil? Aber warum sieht die so anders aus? Und wer sind die ganzen Leute? Und hä? Ich hab überhaupt nicht gecheckt, was los ist. Überhaupt nicht. Ich hatte keinen Schimmer. Aber mir war es auch ehrlich gesagt relativ egal. Ich wollte Grusel und Rätsel lösen und ein paar coole Monster. Ne? Deswegen bin ich hier. Oder war ich hier damals. Na komm, nimm die Munition, Billy. Nimm die Munition. Ja, es ist schon irgendwie auch lustig, ne, dass ich eher zufälligerweise, wisst ihr, es gibt ja ganz viele Videospiel-Franchise, die ich total gerne mag. Und irgendwie hat Resident Evil und Fallout auf dem Kanal sehr gut funktioniert. Und dann habe ich mir gedacht, na, dann mache ich mal mehr Resident Evil und Fallout. Also erst Fallout und dann Resident Evil. So hat sich das entwickelt. Mein Lore-Kanal, mein Hauptkanal könnte genauso gut ein Zelda-Kanal geworden sein, oder? Wisst ihr? Keine Ahnung. Aber ja, so war's. Und so ist eben auch diese komische Kombination von Fallout und Resident Evil eher zufällig entstanden. Das war so ein bisschen das, wo das Interesse einfach da war. Und dann habe ich mir gedacht, cool, da habe ich Bock drauf, dann machen wir weiter. Hallo. Billy. Du kannst dich verteidigen, wenn du willst, Billy. Du musst dich nicht essen lassen. Er ist sogar auf Angriff geschaltet. Ha, komisch. Umbrella ist halt der Klischee-Bösewicht schlechthin. Mit ausgeprägten Fimmel für pompös Bauten. Ah ja. Ja. Das stimmt.
Aber ist ja auch gut so. Es wäre auch langweilig, wenn die in so ganz normalen Bürogebäuden irgendwie beheimatet wären. Oder wie lame wäre denn Resident Evil 1, wenn das einfach nur in einem riesigen Bürogebäude spielen würde? Ha, das ist irgendwie Resident Evil 1.5, was ich da beschreibe, ne? Dieser Prototyp mit Elsa Walker und Leon. Der spielt in so einem ganz normalen Bürogebäude. Hm. Tja, Dankeschön, der Franklin. Die Lösung für das Tierrätsel im Keller habe ich aus dem Romanbuch Rehstunde 0. Aha, okay. Kommt das da auch vor, 1:1? Interessant. Fall Silent Evil. Resi, Res Out. Fall Evil. Ich habe schon öfter drüber nachgedacht, aber man kann, finde ich, nicht so wirklich schön eine Verwurstelung aus Resident Evil und Fallout machen. Fallout Evil, Resident Fallout. Huh. Das denke ich mir immer in den ganzen Spielen. Auch schon in Resident Evil 1. Wer hat die Kerzen alle angezündet? Warum brennen die noch? In Resident Evil 1 dürfte da schon lange kein Mensch mehr gewesen sein in der Villa. Kein nicht mutierter Mensch. Also warum? Hey, beiß mich nicht. Ich habe mich gerade frisch geheilt. Billy, mach was. Ah, ich habe Billy ja die ganze Munition weggenommen. Alles klar, dann ist er entschuldigt. Aber vielleicht ist es besser so. Aber vielleicht sind das irgendwie elektrische Kerzen oder gasbetriebene Kerzen oder sowas. Kerzen, ja gut, aber wer füllt eigentlich immer die Nuka-Cola-Automaten nach? Naja, da gibt's ja... Das ist im Fallout-Universum auch ein bisschen schwierig, ne? Aber da wurde halt einfach sehr viel hergestellt vor dem Krieg. Sehr, sehr viel. So viel, dass das auch Jahrhunderte später noch reicht. Billy, das wird lächerlich hier. Komm. Ach so, jetzt kann ich ihm nichts geben, weil er gerade gegessen wird. Ugh. Okay, Billy, jetzt pass auf. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Nein, nicht alles. Billy. Ach Gott, und ich verdrück mich dauernd. So. Nein, nicht ablegen. Ich verstehe es nicht. Hä? Warum kann ich denn jetzt nicht tauschen? Naja, komm. Bringen wir den erstmal um, Billy. Und dann. Okay. Und jetzt gehen wir nochmal ins Menü. Und dann weg... Nee. Jetzt gehe ich nochmal ins Menü. Und dann wechsle ich zu Billy. Und dann austauschen. Und dann hierher. Und dann bitte, weiß ich nicht, 100 Schuss. Okay. Na also, Billy. War das so schwer? Ah. Oh. Ja, ist so. Fallout gibt eigentlich eh schon die Lore für ein Resident Evil Spiel her. Also man könnte theoretisch ein horrorartiges Fallout im Stil von Resident Evil machen. Ja, das wäre cool, ne? Das machen leider Videospielfirmen überhaupt nicht gerne. Da geht es immer gleich um große Weltverschwörungen und was weiß ich was und man rettet die Welt und ist der Auserwählte und so weiter und so fort. Aber ich finde das voll schön, wenn auch gerne so kleinere Spiele von großen Franchise gemacht würden, die mal so Details beleuchten, ne? Und einfach mal wirklich so Fallout-Universum, Kriegsbeginn, man ist in einem Haus, Atomschlag und alle werden zu wilden Ghoulen. Und dann, wie du sagst, ein Survival-Horror-Spiel draus machen. Im Fallout-Universum. Mit wilden Ghoulen und anderen mutierten Monstern. Was weiß ich was. Man ist irgendein normaler Dude und nicht irgendwie das auserwählte Wesen. Ich fänd's cool. Aber, ja. Damit kommt man halt nicht in den Massenmarkt. Deswegen wird sowas leider nicht gemacht. Und vor allem würden dann sehr viele sagen, wir wollen ein richtiges Fallout, scheiß Spin-off und so weiter. Deswegen trauen die sich das vielleicht auch gar nicht. Ein Fallout-Resi-Fusion im H.P. Lovecraft-Universum. Das wäre die Fantasy-Kernschmelze. Hey, ich bin sehr gespannt, ob Resident Evil 9 vielleicht so ein bisschen Fallout im Resident Evil-Universum wird. Wenn man den Gerüchten glaubt, dass es so ein bisschen in Richtung offene Welt gehen soll, ne? Wer weiß,
wie offen und wie groß und wie viel man da erleben wird. Ich meine, wir haben ja theoretisch schon in The Evil Within 2 so ein bisschen eine semi-offene Welt oder kleine offene Welten im Survival-Horror gesehen. Und ich finde, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Billy. Ich glaube, die Gefahr ist, dass die zu groß werden und so einen Vergnügungspark aus der Nummer machen. Ich glaube, das wäre ein Fehler. Wenn die relativ klein bleiben und man viele interessante Orte hat, die optional erkundbar sind und jeder von diesen optionalen Orten hat eine schöne, interessante Geschichte parat, ne? Und ist cool zu erkunden und so weiter, dann könnte das richtig cool werden. Billy, ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ich sag's dir ehrlich. Ich will mal ein Crossover von Devil May Cry und Resi wünschen. Ha. Ich meine, es gibt ja Fan-Theorien, dass Devil May Cry einfach nur die ferne Zukunft von Resident Evil ist, in dem quasi die Dämonen in Wirklichkeit einfach die Nachfahren von Biowaffen sind. Ne? Alles Leben ist mutiert. Es gibt kaum unmutierte Menschen da draußen. Ich meine, why not? Ist eine nette Theorie. Und es gibt natürlich sehr viele Capcom-Crossover-Spiele, ne? So die Marvel vs. Capcom-Geschichten, diese rundenbasierenden Taktik-Dinger, deren Namen ich gerade nicht weiß, wo natürlich alle möglichen Charaktere aus dem Capcom, aus den Capcom-Spielen zusammenarbeiten. Unter anderem auch Dante und Leon und so. Was schon lustig ist, weil Dante und Leon, die sind ja quasi der gleiche Charakter, also so im Ursprung, in der Historie. Der Reihe zumindest. Hallo, Dingeling. Da kommen gleich Krähen oder so, ne? Lesen wir mal. Ritter Sport hat vor 5 Tagen ein Bild gepostet zu der Geschmacksrichtung Erdbeerspargel. Aha, ist wirklich? Ich meine, keine Ahnung. Warum nicht? Im Roman ist die Lösung des Tierrätsels auf Seite 103. Ohne das Buch hätte ich das Rätsel nie lösen können. Ich kann mich nicht mehr an das Rätsel erinnern. Ich bin gespannt, wenn wir da hinkommen. Ein uraltes Dokument. Ich frage mich, wie alt uralt für Rebecca ist. Ich meine, Rebecca ist zum Zeitpunkt des Spiels, glaube ich, erst 18. Das heißt, für die ist wahrscheinlich alles über 30 Jahre schon uralt. Insofern glaube ich, dass es uralt ist für sie. Ein uraltes Dokument. Die Schrift ist kaum lesbar. Es finden regelmäßige Treffen der Forschungsteams für Impfstoffe und Infektionskrankheiten statt. Für beide gilt Sicherheitsstufe 5, Besprechungsort E1W, Kontrollraum E2, SO, Konferenzraum. Der Zugangscode lautet 0815. Typisch Umbrella. Natürlich macht Umbrella einen Sicherheitscode, der 0815 lautet. Vielen Dank. Und lustig ist auch, dass extra erwähnt wird, dass das Dokument zu uralt ist, weil auch das passt perfekt zu Umbrella, dass die einfach seit 30 Jahren den Code nicht mehr geändert haben. Es macht alles perfekt Sinn. Es macht alles Sinn. Das ist Umbrella. Ich muss das leider kurz machen. Ja, uralt, das finde ich schon ein starkes Wort. Für ein Dokument, das wahrscheinlich noch keine 30 Jahre alt ist. Ein uralt, denke ich eher, weißt du, wenn sie irgendwo eine Steintafel ausgebuddelt hätte, wo Hieroglyphen drin sind. Dann hätte ich gesagt, ja, okay, das ist wahrscheinlich wirklich uralt. In 30 Jahren wird irgendwo eine alte VHS gefunden und die Gesellschaft wird über dieses antike Artefakt mutmaßen. Ja, genau. Wahrscheinlich. Hey, aber es ist wirklich so, ich gucke das immer so,
mit einer Faszination, ne? Ich finde das nicht irgendwie schlimm. Ich bin kein alter Boomer, der sagt, oh, diese verdammte Jugend hat keine Ahnung. Ich finde das eher wirklich einfach lustig und amüsant, wenn irgendwie in irgendwelchen YouTube-Videos Kindern so antike Technologie gezeigt wird, wie eine Diskette oder sowas. Und dann sagt man denen so, hey, was glaubst du denn, für was das früher benutzt wurde und was das ist? Und die schauen das dann immer an, als wäre das einfach wirklich so Alien-Technologie. Das ist schon sehr lustig. Aber ist ja auch voll logisch, natürlich. Woher sollen die wissen, was eine fucking Diskette ist? Niemand weiß, was eine Diskette ist. Das Speichersymbol halt aus irgendeinem Grund, ne? Ist eh ganz klar. Aber es ist schon lustig. Und auch übrigens, und jetzt kommt's, Leute, wenn ihr über 20 seid, haltet euch fest, CDs. CDs und DVDs. Blu-rays. Antike Technologie, die junge Menschen teilweise nicht mehr kennen. Ich meine, wirklich, versucht mal einen Rechner mit einem DVD-Laufwerk zu kaufen. Gibt's einfach nicht mehr. Aber ja, für mich ist das irgendwie weird. Hab heute das erste Mal in meinem Leben ein Paket verschickt. War schon krass. Ja, kann ich verstehen. Pakete verschicke ich auch nicht oft und finde es auch immer wieder weird. Hand aufs Herz. Könnt ihr mit dem Abakus rechnen? Guck, ich kann das Wort nicht mal lesen. Also im Ansatz ja, aber richtig? Nee, also ich kann natürlich, weißt du, wie du schreibst, im Ansatz. Ich kann natürlich 5 Kugeln von links nach rechts schieben und dann kann ich sagen, das ist 5. Ja, das kann ich. Aber alles, was drüber hinausgeht, nee. Genau, aber das ist ein gutes Beispiel, natürlich. Muss ich mal auf meine PlayStation 2 gut aufpassen. Am Ende kann ich die als Artefakt für teures Geld verscheuern. Ja, also glaube ich wirklich übrigens. Wirklich, ohne Witz. Wie viel... Ich meine, der NES war sehr erfolgreich, ne? Aber wenn ich jetzt mal ein NES auf eBay kaufen wollen würde, ist der schon was wert oder schon nicht mehr? Oder kommt das wieder? Ich guck mal kurz. So die ersten Angebote, die ich sehe. NES eBay. 120 Euro, 100 Euro. Oh, Originalverpackung. 800 Euro. Okay, krass. 200. Ja, aber nicht so viel, ne? Aber ich glaube, wartet mal noch 20, 30 Jahren, dann könnte ein funktionierender NES schon wirklich sehr wertvoll sein. Oder ein Atari. Wer weiß. Oder auch gar nicht mehr. Kann auch sein. Vielleicht auch wirklich so überhaupt nicht mehr. Auch möglich. Dunkle Wolken. Okay, ich habe wieder eine Tür gefunden. Sehr gut. Ach so, warte mal. Ist das der Raum wieder? Ja, okay. Dann muss ich mal schnell auf die Map gucken, wo wir noch nicht waren. Oder in mein Inventar, ich weiß es nicht. Hab immer noch mein Nintendo DS, DSi und 3DS. Ja, die habe ich natürlich auch. Bei der Hobby-Spielmesse in Leipzig letzten Jahres gab es einen noch verpackten NES für 500. Habe ich auf eBay auch gesehen. Original verpackt ist das Ding scheinbar wirklich sehr viel wert. Ich hatte ja immer die Theorie, dass wenn man die jungen Leute der nächsten Generation oder so... Also, dass die nicht mehr verstehen, was das Symbol bedeutet. Die verstehen schon noch, dass das heißt, hey, wie spät es ist, aber die wissen wahrscheinlich nicht mehr, woher es kommt. Aber komischerweise, ich weiß nicht, wie das passieren konnte, sind gerade bei jungen Leuten Uhren scheinbar wieder Statussymbole, ne? Die flexen mit der Rolex und so weiter. Das ist, finde ich, mega weird, weil das ist doch voll veraltet. Und dann gibt es natürlich Smartwatches, ne? Die habe ich natürlich auch nicht auf dem Schirm gehabt. Also, das war keine gute Prognose von mir. Aber... Ja. Hey, okay. Das ist so ein Beispiel dafür, das hätte ich für möglich gehalten, dass man bald nicht mehr versteht, woher diese Geste eigentlich kommt. In dem Fall stimmt halt nicht. Aber hätte ja sein können. Nein, ich will die Karten, ich will den Knopf für die Map finden. Ach, danke schön. Oh Gott.
das Spiel. Ich finde es krass, ich bin ein 03er, aber ich bin mit vielen Sachen aus den 90ern aufgewachsen. Aber ist das nicht normal? Ich meine, ich bin 85 geboren, ne? Das heißt, ich bin eigentlich in den 90ern aufgewachsen, bin aber in den 90ern mit sehr viel Zeug aus den 80ern aufgewachsen. Weil das, ich hatte halt auch einen älteren Bruder, ne? Das hatten wir halt so ungefähr. Deswegen auch, keine Ahnung. Aber ich meine so... Auch die Filme, die ich in meiner Kindheit geguckt habe, waren tatsächlich, glaube ich, eher 80er-Jahre-Filme als 90er-Jahre-Filme, wenn ich so drüber nachdenke. Ich meine, was habe ich denn groß geguckt? Ja gut, ja doch, ja klar, Ghostbusters, Zurück in die Zukunft, Star Wars sogar noch viel älter und mehr. Ich frage mich, wie viele heute ein Original Color TV von Nintendo kosten würde. Ich habe heute noch meinen Game Boy. Ja, ja, ich habe die ganzen alten Sachen natürlich auch noch. Aber bei meinen Nintendo 64 Spielen funktioniert teilweise bei manchen tatsächlich der interne Speicher nicht mehr. Die haben ja eine Batterie und nur so können die Savegame speichern. Und wenn die kaputt ist, kann man mittlerweile alles natürlich auch schon wieder reparieren und ersetzen lassen. Aber ja. Ach, ich bin schon wieder in die falsche Richtung gelaufen. Ich wollte in die andere gehen. Ich bin Jahrgang 83 und habe somit medial und technisch 20 Jahre im Himmel geschwelgt. Was für eine Grafikkarte ich habe. Boah, da fragst du mich was. Ich glaube, in dem Rechner ist eine 4090, eine GTX 4090, glaube ich. Oder ist es eine 80 Ti? Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall hat sie bis jetzt immer für alles perfekt gereicht, deswegen ist es mir auch wurscht. Hauptsache es passt. Ein Bild einer Uhr. So, jetzt muss ich mal kurz ins Inventar gucken, was wir haben, weil ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Was ist das da eigentlich? Eine Winde. Ich untersuche die mal kurz. Eine Winde. In alle Winde verweht. Und Billy... Und Billy hat einen Molotow-Cocktail. Na gut, okay. Ja. Ich glaube... Was, schon wieder? Ich glaube, das ist ja schon allein deswegen relativ normal, dass man in seiner Kindheit mit älteren Sachen auch aufwächst, weil einem ja ganz oft auch einfach die Eltern so ein bisschen ihre eigene Nostalgie mitgeben, ne? Ich glaube, das ist schon auch nochmal, das spielt schon auch nochmal eine Rolle. Na gut, Leute, ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal kurz speichern und dann hören wir auf mit Resident Evil Zero, weil ich muss ganz dringend auf Toilette und ich komme gerade eh nicht weiter. Und dann bauen wir gleich um auf Fallout. Wenn ich eh schon aufs Klo muss, verbinden wir das gleich, die beiden Pausen so, Pinkelpause und... Resident Evil Pause, Umbaupause. Jetzt muss ich nur gucken, wo das Farbband liegt, weil das habe ich jetzt natürlich hier nicht mehr griffbereit. Die Molotow-Cocktails gegen Leechmann, ja, das ist eine gute Idee. Wo ist denn gleich nochmal? Hier, oben einfach durch. Okay, genau, dann gehe ich da schnell drauf. Das denke ich mir bei jedem klassischen Resident Evil oder Survival-Horror-Spiel überhaupt. Ich bin mir sicher, dass...
weißt du, ganz egal, wie massiv die Türen einzutreten, aufzuschießen, aufzubrechen, ist definitiv leichter, als irgendwelche Horden von Monster zu zerschnetzeln, damit man irgendwo in einem, hinter einem skurrilen Rätsel einen bescheuerten Schlüssel findet. Ganz egal, wie massiv und schwer die Türen sind. Ganz egal. Definitiv wäre es leichter als das. Naja. Ich bin mir sicher, Resident Evil 5 Chris würde mit den Türen einfach kurzen Prozess machen, wenn der damals schon in Resident Evil 1 unterwegs gewesen wäre. Wenn sie aus Stein gewesen wären zumindest. Dann hätte die einfach niedergeboxt. Bei Holz weiß man es nicht. Okay, ich muss ganz dringend pinkeln. Deswegen, bis gleich, wenn es dann mit Fallout 1 weitergeht. Kurze Pause, bin gleich wieder da. Tschüssi.